meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier im Bad gerade und ich bin nicht gerade anschaulich, deswegen zeige ich mich mal heute nicht. Genau, heute geht es um das Reborn Teil 2 und zwar, ja, was kommt nach dem, was brauche ich alles für ein, was brauche ich alles zum Reborn? Natürlich fangen wir an mit dem Reborn, das heißt, wir suchen uns einen Bausatz aus und waschen diesen Bausatz. Und mehr dazu gibt es noch nach dem Intro. Viel Spaß! We can be so much more than we are. So much more than we are. We can, we can. Genau, ich habe mir jetzt hier so einen richtig süßen Bausatz ausgesucht. Es ist übrigens zu dunkel, weil ich ein Licht leider ausgeschaltet habe hier im Bad. Sonst gibt es ein Lüftungsgeräusch und das, glaube ich, stört euch ziemlich. Genau, ich habe mir jetzt diesen Bausatz hier rausgesucht. Das ist einer mit offenen Augen. Ein etwas größeres Baby auch. Ich glaube, die wird mal 60 cm, also ein ziemlich großes Baby. Genau, und da habe ich jetzt hier einfach alle Teile hier liegen. Habe mir jetzt hier mein Waschbecken bereit. Da mache ich jetzt einfach Wasser rein, genau. Und dann mache ich einfach ein bisschen Spüli mit rein. So, das reicht auch schon. Dann habe ich hier so eine Drahtbürste. Also das ist eigentlich so eine Nagelbürste, glaube ich, heißen die. Und die benutze ich immer zum Reinigen und für die Ecken eine Zahnbürste. Also bei den großen Babys komme ich mit dieser hier sehr gut klar. Da kann man super in die Ecken und die ist auch ja, stark genug, würde ich sagen, um das Ganze, den ganzen Dreck oder so, wie man das nennen will, zu entfernen. Also ich nehme immer so eine Bürste hier und dann natürlich Spüli. So, dann tun wir jetzt hier einmal den Bausatz schon mal ins Wasser. Können wir einfach alles reinlegen. Und es ist ganz normal, dass jetzt Wasser in den Bausatz läuft natürlich. Ne? Also wir haben jetzt hier natürlich Wasser drin. Das ist aber kein Problem. Müsst ihr nur beachten, sonst seid ihr gleich richtig nass. So, das lassen wir jetzt hier drin. Hier habe ich schon ein Handtuch vorbereitet. Das habe ich hier immer auf unserer Kiste liegen. Einfach ein ganz normales Handtuch, damit ich die gleich einfach abtrocknen kann. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also ich fange meistens an mit dem Kopf. Mach den einmal schön nass. So, wenn der Kopf nicht nass genug ist, kann man den auch einfach noch einmal abspülen. Zack. Dann nehme ich meine Bürste. Tu da, wie gesagt, das Spüle rauf. Und dann gehe ich einfach so einmal über den Bauch drüber. Vielleicht ein bisschen Wasser noch, damit es richtig schön schäumt. Bis es dann eben richtig anfängt zu schäumen. Und dann gehen wir schön in die Ohren rein. Hinter die Ohren, ganz wichtig. Und dann eben alle Hautfalten, einmal die ganze Haut. Weil sonst ist der Bauch zu fettig. Und dann kann man den eben überhaupt nicht mehr bohren. So, einmal überall rüber. Vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser. Schön in die Ritzen rein, das ist immer ganz wichtig. Und bei den Ohren eben. Auch hinter die Ohren, da kann man auch gerne mal dreimal lang gehen. Damit das auf jeden Fall richtig gut ist und damit die Farbe eben auch richtig gut hält. So. Gehen wir einmal so komplett rum. Auch hier der Mund zum Beispiel ganz wichtig. Da muss man auch ein bisschen öfters lang gehen. Die Nase. Damit wirklich überall Shampoo ist, wie ihr es so seht, ne? Auch hinter dieses Ohr. Und dann natürlich auch die Augen. Und halt einmal den ganzen Kopf. Damit er auch wirklich die Farbe eben überall hält. So, dann können wir einfach ganz normal abspülen. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Dann legen wir jetzt zum Trocknen. So, und dann haben wir hier schon ein bisschen mehr Platz. Dann fangen wir meistens an mit den Beinen. Da ist eigentlich genau das Gleiche. Fangen wir mal an mit den Zehen unten. Einmal schön in einer gleichmäßigen Bewegung. Und dann schön hier in die Ritzen, damit man da halt wirklich gut färben kann gleich. Und dann den Rest der Haut einfach so. Schön gleichmäßig hier oben natürlich auch wieder zwischen die Zehen durch.
und dann einfach die Haut einmal entfetten. So, den haben wir auch zum Trocknen gelegt, dann fange ich meistens das andere Beinchen an. Dann nehmen wir uns wieder ein bisschen was Spülig. Und dann können wir auch hier loslegen. Wir können auch erstmal hier die Haut anfangen, ne? So wie ich jetzt. Also ich habe da nicht so meine genaue Reihenfolge. Und das könnt ihr einfach machen, wie ihr das meint. Hauptsache ihr habt einmal alles abgeschrubbt. Auch hier wieder ganz, die Falten sind ganz wichtig. Und dann die Arme, da auch einfach, wenn es offene Hände sind, lege ich meine Hand meistens so drunter und dann könnt ihr einfach die schönen Zwischenräume machen. Ich gehe natürlich auch. Und dann einfach so die Handfläche. Aber da kann jeder einfach seinen eigenen Rhythmus finden. So, und der wird jetzt hier abgetrocknet. Das mache ich einfach immer ganz leicht hier mit einem Stück Handtuch. Und dann können wir den einfach so abtrocknen. Das Wasser habe ich jetzt im Waschbecken gelassen, weil ich nicht weiß, ob ich gleich noch einen zweiten Bau das wasche. Und genau, damit man einfach nicht so viel Wasserverschwendung hat. Mehr als zwei Bausätze wasche ich aber nicht am Tag, weil ich sonst ziemliche Hautprobleme bekomme. Ich bekomme sehr schnell trockene Hände. Und deswegen mache ich einfach nicht mehr als zwei Bausätze am Tag und muss meine Hände danach auch direkt eincremen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe zum Beispiel sehr trockene Haut an den Händen und so. Und deswegen gibt es bei mir einfach nicht mehr als zwei Bausätze, die ich wasche. So, also einfach ist eigentlich das Waschen. Kann auch, glaube ich, jeder verstehen, wie ich das hier mache und wie ich das meine und so. Und genau. Einfach abtrocknen. Eine Hand ist immer wieder eine Herausforderung, wenn man das mal so überlegt. Genau, wenn man jetzt halt den Bausatz anfühlt, fühlt er sich auch ganz anders an wie vorher, weil es ist eben
Fett drauf sozusagen. Und das muss man halt eben abwaschen, sonst kann man nicht rebornen, beziehungsweise die Farbe hält einfach nicht so, wie man sich das gerne wünscht. Schon eine süße Maus, ne? Die hat so ein richtiges, so ein so, oh bitte Mama, so ein Gesicht ungefähr. Genau, abtrocknen. Wenn da mal noch eine Ritze nass ist, ist das nicht so schlimm. Der Rest wird halt im Ofen trocken. So handhabe ich das immer. So, und dann ist die kleine Maus auch schon fertig. Schon trocken und bereit gleich zum Färben. Ich lasse jetzt manchmal noch eine halbe Stunde liegen, damit es auch drinnen noch trocknet. Aber sonst kann man da direkt mit anfangen. Genau, wie gesagt, das Wasser habe ich jetzt hier drin gelassen. Und was ihr braucht, ist einfach so eine Bürste hier, Wasser und Spülmittel. Da kann man aber auch ganz andere Sachen nehmen. Und andere Reborner nehmen da auch ganz andere Sachen. Also da ist jeder halt eben frei und kann selber entscheiden, mit Wasser besser hantiert und so. Und ich weiß auch nicht, ob das die optimale Lösung ist, aber ich habe das einfach so gemacht und so. Mache ich das auch erstmal weiter. Und die Bürste noch reinigen. Und dann wär's es auch mit diesem Video. Es gibt natürlich die nächsten Teile dann. Vielleicht mit diesem Bausatz, vielleicht mit einem anderen Bausatz. Ich weiß nicht, ob ich heute noch weiter filmen möchte. Aber ich schau mal. Ich werde die kleinen Maus jetzt erstmal anfangen. Mit den ersten paar Schichten. Und dann kommen auf jeden Fall noch mehrere Teile. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!